Momentan herrscht bei mir eine Außentemperatur von so rund 30 Grad. Und wer sich bei diesen Temperaturen schon mal in ein Auto gesetzt hat, was so ein paar Minuten oder auch eine Stunde geparkt war, der wird festgestellt haben, dass es in diesem Fahrzeug ganz schön ungemütlich ist, denn das heizt sich extrem auf. Damit wir uns bei der Fahrt und bei solchen Temperaturen trotzdem nicht totschwitzen, gibt es die Klimaanlage. Und wie die funktioniert, das erkläre ich euch heute. Aber bevor wir auf die Bauteile und auch auf den Kältemittelkreislauf innerhalb einer Klimaanlage eingehen, müssen wir uns erstmal klar machen, nach welchem physikalischen Prinzip so eine Klimaanlage denn funktioniert. Und wer von euch in einer Werkstatt arbeitet und vielleicht schon mal einem Kollegen irgendwie Bremsenreiniger an den Klamotten oder auf den Arm gesprüht hat oder mal eine Sprühdose ein bisschen länger betätigt hat, der kann sich schon denken, dass es irgendwas mit einem Medium zu tun haben muss, das seinen Aggregatzustand ändert. Macht euch, wenn es draußen mal ein bisschen wärmer ist und ihr seid in einer Werkstatt, einfach mal den Spaß und nehmt euch eine Dose Bremsenreiniger und sprüht entweder auf eine Tischplatte, die in der Sonne steht, oder einfach auf der Hand so ein bisschen Bremsenreiniger und haltet den mal in die Sonne. Ihr werdet merken, dass nach ziemlich kurzer Zeit die Stelle, wo der Bremsenreiniger ist, relativ kalt wird. Denn Bremsenreiniger hat einen relativ niedrigen Siedepunkt. Was bedeutet, dass der flüssige Bremsenreiniger auch schon bei sehr niedrigen Temperaturen seinen Zustand von flüssig zu gasförmig ändern kann. Damit er diese Zustandsänderung aber vollziehen kann, braucht er Wärmeenergie aus der Umgebung. Und diese Wärmeenergie entnimmt er entweder eurer Hand oder eben der Platte, auf die ihr Bremsenreiniger draufgesprüht habt. Und eine Klimaanlage funktioniert im Prinzip nach genau diesemselben Prinzip. Da haben wir aber keinen Bremsenreiniger drin, sondern ein Kältemittel. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wir haben ein Kältemittel, was komprimiert wird und dadurch verflüssigt wird und im Verdampfer im Fahrzeuginnenraum seinen Aggregatzustand von flüssig nach gasförmig wechselt. Und damit es eben von flüssig nach gasförmig wechseln kann, braucht es Wärmeenergie aus der Umgebung, die wir der Außenluft, also der Luft, die wir abkühlen wollen, entnehmen. Und dieser Kreislauf sieht dann im Fahrzeug eben so aus. Wir haben hier einen Klimakompressor, wir haben hier den Klimakondensator, der sitzt meistens vorne vor dem Kühlmittelkühler vom Motor. Von da aus geht es weiter zu einer Filtertrockeneinheit, die sitzt hier. Und nach der Filtertrockeneinheit gelangt das Kältemittel, das flüssige Kältemittel, schließlich zum Expansionsventil bzw. zur Verdampfereinheit. Das Expansionsventil ist dafür verantwortlich, dass das Kältemittel im flüssigen Zustand sozusagen in den Verdampfer eingespritzt wird, wo es einen Druckabfall erlebt und eben durch den Druckabfall plus der zugeführten Wärmeenergie der Außenluft dann seinen Aggregatzustand von flüssig nach gasförmig wechseln kann. Näheres zum Expansionsventil machen wir aber auch noch gleich. Der Austritt vom Verdampfer hier in blau dargestellt und übrigens die Hochdruckleitung und die Niederdruckleitung vom Klimakreislauf kann man immer relativ gut daran erkennen, dass die Hochdruckseite dünne Leitung hat und die Niederdruckseite etwas dickere Leitung hat. Am Ausgang vom Verdampfer befinden wir uns im Niederdruckbereich, wo wir jetzt auch nur noch gasförmiges Kältemittel haben, was dann vom Klimakompressor wieder angesaugt wird, um wieder verdichtet und verflüssigt zu werden. Unseren Klimakreislauf können wir also in vier Schritte untergliedern. Das ist einmal das Kältemittel verdichten, das Kältemittel verflüssigen, das Kältemittel filtern und entwässern und das Kältemittel verdampfen bzw. expandieren. Und im Prinzip macht die Klimaanlage die ganze Zeit nichts anderes, als das Kältemittel immer wieder vom flüssigen in einen gasförmigen, dann wieder in einen flüssigen und dann wieder in einen gasförmigen Zustand zu überführen. Dabei nimmt es dann eben Wärme aus der Umgebungsluft auf oder gibt sogar Wärme an die Umgebungsluft ab. Das passiert in den beiden Schritten hier. Um das Kältemittel zu verdampfen, brauchen wir Wärme aus der Umgebung. Um das Kältemittel zu verflüssigen, müssen wir dem Kältemittel Wärme entziehen. Das passiert hier beim Verflüssigen. Deswegen schaltet sich beim Fahrzeug auch häufig der Lüfter vorne im Kühlerpaket an, wenn wir die Klimaanlage einschalten, um eben diese Wärme vom Klimakondensator wegtransportieren zu können. Das heißt, unsere Klimaanlage macht im Prinzip nichts anderes als die Wärme von der Umgebungsluft, die wir in den Innenraum pusten, mitzunehmen über das Kältemittel und vorne am Klimakondensator wieder an die Umgebungsluft abzugeben. Pumpt also im Prinzip einfach nur Wärme von einem Punkt zum anderen. Und da gab es auch einen Begriff, der mittlerweile relativ bekannt ist. Genau, das ist nämlich die Wärmepumpe. Denn dieses Prinzip kann man auch nutzen, um zum Beispiel Häuser zu heizen. Nur, dass wir da eben nicht den Verdampfer im Hausinneren haben, sondern sozusagen den Klimakondensator. Aber so viel erstmal zum groben Funktionsprinzip einer Klimaanlage. Gucken wir uns jetzt nochmal die Bauteile ein bisschen genauer an. Hauptverantwortlich für die Funktion des Klimakreislaufs ist natürlich der Klimakompressor. Der besteht bei Verbrennern meist aus einer
Magnetkupplung, denn wir wollen ja nicht, dass, wenn wir keine Klimaanlage benötigen, der Klimakompressor unnötig Leistung vom Motor entzieht. Deshalb wollen wir den zu- und abschalten können. Dazu den Teil, der dafür verantwortlich ist, das Kältemittel zu komprimieren. Das funktioniert hier mit einer Taumelscheibe und verschiedenen Kolben. Die verschiedenen Kolben drücken dann das Klimagas zusammen in mehreren Stufen und sorgen dafür, dass es sich erhitzt und unter starkem Druck steht, damit wir es im nächsten Schritt im Kondensator verflüssigen können. Mit den ca. 15 bar Kältemitteldruck bei einer Temperatur von 56 Grad Celsius geht es dann weiter zum Klimakondensator. Da kommt das heiße Kältemittelgas oben an, fließt dann hier einmal durch das ganze Ding durch, wird dabei abgekühlt. Und durch die Abkühlung, durch den Fahrtwind, gibt es die Wärme ab und wird dabei verflüssigt, sodass wir am Ausgang vom Klimakondensator auch wirklich nur noch flüssiges Kältemittel haben. In diesem flüssigen Kältemittel kann sich aber jetzt von der Befüllung immer noch ein bisschen Wasser befinden und auch Abrieb vom Klimakompressor. Den wollen wir natürlich nicht da drin haben, denn der könnte dazu führen, dass das Expansionsventil irgendwann verstopft und die Klimaanlage ihren Dienst quittiert. Deswegen haben wir hinter dem Klimakondensator noch die Trocknerpatrone bzw. den Filtertrockner. Der sorgt dafür, dass wir diesen Abrieb aus dem flüssigen Kältemittel rausfiltern können und gleichzeitig sorgt er durch hygroskopisches Material dafür, dass auch Wasser, was da möglicherweise irgendwie reingekommen ist, aus dem flüssigen Kältemittel rausgefiltert wird. Außerdem sorgt er dafür, dass wir auch vor dem Expansionsventil noch so einen leichten Puffer bzw. Speicher haben, falls gerade nicht das gesamte flüssige Kältemittel, was zur Verfügung steht, auch wirklich verdampft werden soll. Und Hersteller soll dieses Bauteil übrigens alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Hab ich früher noch nie so gehört und ich habe auch noch bei keiner Wartung, selbst bei Fahrzeugen, die über 10 Jahre alt waren, irgendwann mal einen Klimafilter getauscht. Und das nächste Bauteil im Kältemittelkreislauf ist das Expansionsventil. Und das hat 2 entscheidende Aufgaben. Einmal sorgt es dafür, dass wir einen gewissen Druckabfall von der Hochdruckseite zum Verdampfer haben, was dafür sorgt, dass das Kältemittel schon dampfförmig in den Verdampfer eintritt. Und zweitens sorgt es dafür, dass der Verdampfer auch immer nur mit der Menge an Kältemittel gespeist wird, die für die jeweilige Betriebssituation benötigt wird. Das funktioniert dadurch, dass nicht nur die Hinleitung in den Verdampfer durch das Expansionsventil geht, sondern auch die Rückleitung. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das Thermostat im Kühlmittelkreislauf. Denn wir haben hier ein Element innerhalb des Expansionsventils, was sozusagen, nicht wissenschaftlich technisch korrekt, aber es misst sozusagen die Temperatur vom Kältemittel, was zurück zum Kompressor fließt. Und durch die Ausdehnung von dem Thermoelement wird hier unten ein Kugelventil gesteuert, was dafür verantwortlich ist, zu steuern, wie viel Kältemittel in den Verdampfer einfließt. Das heißt, vom Expansionsventil aus gelangt das Kältemittel schon dampfförmig zum Verdampfer und innerhalb des Verdampfers wird das Kältemittel dann komplett gasförmig, dadurch, dass es die Wärme aus der Umgebungsluft aufnimmt und wird dann wieder zurückgeführt zum Expansionsventil, was sozusagen misst, wie viel Kältemittel im Verdampfer umgewandelt wurde durch den Temperaturunterschied, damit das Expansionsventil steuern kann, wie viel Kältemittel in den Verdampfer reingelassen wird. Anschließend fließt das Kältemittel dann wieder zurück zum Kompressor und der ganze Kreislauf, den wir auch eben schon besprochen haben, verdichten, verflüssigen, filtern, entwässern und verdampfen, beginnt vom Neuen. Und wenn du dir jetzt dieses Video zur Funktion einer Klimaanlage angeguckt hast, dann hoffe ich natürlich, dass du dich in der nächsten Klassenarbeit oder wann auch immer du dieses Wissen benötigst, daran erinnerst. Und wenn es dir doch schwerfällt, dann überleg einfach einmal kurz, warum wird das am Blaumann kalt, wenn mein Kollege mich mit Bremsenreiniger absprüht? Denn das Funktionsprinzip ist halbwegs das gleiche, bis darauf, dass der Bremsenreiniger eben nicht wieder komprimiert wird und in der Dose landet. Hat dir dieses Video gefallen und ich konnte dir irgendwie weiterhelfen, dann lass mir gerne ein Abo oder auch ein Like da, das würde mich freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Erklärvideo wiedersehen. Tschüss.